Weidmanns Heil, liebe Zuseher. Ein Rückblick auf eine besondere Rebrunft. Die Böcke treiben an diesem Tag von früh bis spät, das Wetter ist unbeständig, aber es zeigen sich immer wieder längere Sonnenfenster. Ein herrlicher Abendansitz mit unglaublichem Anblick und krönenden Abschluss liegt vor uns. Schon am Weg zum Hochsitz der erste Anblick. Gut gedeckt hinter einem Baum- und Feldgehölz am Waldrand beobachten wir das Treiben eines jungen, aber extrem starken Bockes. Nur wenige Augenblicke hat die Geiß Zeit, sich auszurasten, der Bock ist permanent auf den Läufen. Es geht schlussendlich um die Fortpflanzung und Weitergabe ihrer Gene. Immer näher treibt der Bock die alte Geiß vor uns am Feld. Interessant zu beobachten, wie der Bock permanent die Brunftwitterung der Geiß aufnimmt. Wir warten ab, bis das Treiben in hohen Sprüngen über die Wiesen und Felder weitergeht. Erst danach, als die beiden hinter dem Waldeck verschwunden waren, ging es weiter zum Hochsitz am nächsten Waldeck. Der Dunst steigt nach einem weiteren kurzen Regenschauer auf. Die Stimmung ist einzigartig. Kurz darauf ein Kitz, das sich unmittelbar vor dem Hochsitz niedertut. Bewegung im Mohnfeld. Ein junger, zweijähriger, gut veranlagter Bock zieht Richtung Wald, bevor er wie ein Hund auf der Wundfährte die Witterung einer Geiß aufnimmt und im Getreidefeld verschwindet. Wieder wärmende Sonnenstrahlen und die Getreidefelder glitzern in der Abendsonne. Plötzlich zieht rechts vom Hochsitz ein starker Bock aus dem Getreidefeld. Der Pulsschlag wird schneller. Ich glaube, der Bock, der passt. Das Wetter wechselt im Viertelstundentakt, doch das scheint an diesem Tag die Rehen nicht zu stören. Auch mit weiteren Anblick geht es Schlag auf Schlag. Da eine Geiß, dort ein Jahrlingsgabler, aber die Blicke sind immer wieder auf den starken, dunkelstangigen Sechser gerichtet. Ein wahrhaft eindrucksvoller Bock. Extrem starke, dunkle Stangen, kurze Enden, nicht hoch, aber stark geperlt und die Dachrosen sind einzigartig. Ein Blick links aus dem Fenster. Sonnenstrahlen lassen die Wiese in sattem Grün erscheinen. Wie gezeichnet steht ein junger Zweijähriger, der das Treiben eines Dreijährigen hinter seiner Geiß ungläubig beobachtet auf der Wiese. Er trifft die richtige Entscheidung, das Weite zu suchen und sein Glück bei einer anderen Geiß zu probieren.
Immer wieder schweift der Blick zum starken Bock mit den dunklen Stangen. Und wir beobachten das Treiben des Bockes. Gut gedeckt in den Getreidefeldern lässt er seine Auserwählte nicht zur Ruhe kommen. Und wieder werden wir durch den dreijährigen Bock, der vorher auf der Wiese seine Geiß trieb, mit neuen Eindrücken verzaubert. Er nähert sich dem Hochsitz, das Haupt tief am Boden, jeden Duft aufnehmend. Also doch, er hat sich nicht nur zufällig dem Hochsitz genähert. Da ist seine Auserwählte, um die er sich redlich bemüht. Am Ende scheint es so, als ob sie heute nicht zum Beschlag bereit ist. Er bricht das Treiben ab und beginnt zu äsen. Auch die Geiß isst friedlich das satte Grün. Weit am Horizont beobachten wir ihn, als er schließlich völlig außer Atem wieder auftaucht und danach bis fast unter unseren Hochsitz zieht, um dann im Getreide für diesen Abend zu verschwinden. Wieder wärmt die Sonne die Decken der zahlreichen Rehe auf den Feldern. Und es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Dieser Bock würde mit Sicherheit auch in den Augen des Jagdherrn passen. Die Abendstimmung ist herrlich und der Bock zeigt sich in seiner ganzen Pracht. Ein Schuss im Nachbarrevier scheint ihn nicht sonderlich zu beunruhigen. Es vergeht keine Minute, in der nicht ein neuer Bock auftaucht. Diesmal ein lauscher hoher Spießer mit guter Auslage, aber sonst nicht sonderlich aufregend. Die Entscheidung, dass der Bock passt, ist längst getroffen. Nur noch den geeigneten Zeitpunkt abwarten. Noch ist er immer wieder weit hinter den Ähren der Felder zu sehen. Zu leicht würde die Kugel hier die Flugbahn verändern, deshalb weiter zuwarten.
Die Sonne senkt sich langsam, aber stetig Richtung Horizont. Die letzten Sonnenstrahlen streicheln die Felder, wo sich der Bock nach kräfteraubendem Treiben niedergetan hat. Unerwartet schnell wird der Bock mit dem Blatter hochgemacht. Zeitgleich ein zweiter Bock von links, der ebenso den Fiepen nicht widerstehen kann. Beide nähern sich dem Hochsitz. Jetzt ist es Zeit, die Büchse in Anschlag zu bringen. Wir brauchen nicht schon. Was schon? Schau dir die Perlen an. Bist denn du? Nur mit alles Kleine. Der Rehbock ist versorgt, aufgebrochen. Ja. Ein wunderschöner Jagdabend geht zu Ende.